ausgelegtes Werk auf 100.000 Kubikmeter CLT pro Jahr. Im Jahr 2022 haben wir 65.000 Kubikmeter produziert. Im heurigen Jahr ist 75.000 bis 80.000 Kubikmeter geplant. Na, grundsätzlich wollen wir uns als Marke und als Produkt als Premium-Hersteller positionieren. Daher auch unser Name, Teurel Austrian Premium Timber. Natürlich als Industriebetrieb ist die Menge immer ausschlaggebend für die Kostenrechnung, aber uns ist einfach die Qualität extrem wichtig, damit wir uns hier sauber positionieren können. Wir waren am Anfang unserem Betriebnahme, haben wir mit Problemen in unseren Zinkenfräsen zu kämpfen gehabt und sind dann auf die Firma Leuko gestoßen, haben dann sofort ein super Feedback, ein super Support gekriegt, einen Vororttermin, wo wir uns die ganzen Themen, Probleme, was wir bei uns in der Produktion beim Start gehabt haben, angeschaut haben und haben da beim ersten Besuch schon richtig gute Lösungen und Erfolge gefunden und getroffen. Also wir haben dann eben die bestehenden Werkzeuge, die wir als Erstausstattung bekommen haben, unsere Erfahrungen gesammelt, haben dann mit Leuko weiter daran getüftelt, wie wir mit den bestehenden Werkzeugen weiterkommen können, haben da aber nicht wirklich ein passendes Ergebnis für uns gefunden, da wir immer wieder mit Ausrissen zu kämpfen gehabt haben. Die Qualität war nicht so, wie wir sie uns gewünscht haben. Dann hat uns der Herr Schindhelm dahingehend unterstützt mit einem neuen Werkzeug, mit neuen Beschichtungen, wo wir unsere Qualität, die Standzeit, die Fräsgeschwindigkeit erhöhen können und haben dann einen ersten Testwerkzeugsatz bestellt, geliefert bekommen und waren sofort begeistert oder zufrieden mit unserem Ergebnis, was wir da bei den ersten Zyklen erlebt haben. Damals, als uns das versprochen worden ist, haben wir es auch für ein bisschen unrealistisch gehalten, weil es doch sehr deutlich abweicht von dem, was wir gekannt haben. Aber wir haben uns mal darauf eingelassen auf den Test, aber es ist dann tatsächlich die Standzeiten gehalten worden, die was versprochen worden sind. Und ja, damit hat sich das Werkzeug auch in der Realität bewiesen. Die Firma Teurel setzt seit 2020 einen speziellen Zinkenfräser von uns ein, sogenannte Solid 34 Zinkenfräser XZ4. Hierbei ist das die Besonderheit des Werkzeuges, sowohl in der Geometrie des Werkzeuges zu finden. Spanwinkel und Flankenfreiwinkel wurden hier speziell für die Firma Teurel mit angepasst. Dazu ist es ein sogenannter PMS-Stahl, also ein pulvermetallurgischer Stahl, der auch bei höchsten Geschwindigkeiten und Eintreffgeschwindigkeiten der Schneide in das Material nicht zu Brüchen neigt. Also vorher sind wir zwischen 250.000 und 300.000 Zyklen gefahren. Mittlerweile schaffen wir eine Zyklenzahl von nahezu 600.000 Zyklen, das heißt eine Verdreifachung der Standzeit. Wir haben über die gesamte Standzeit der Werkzeuge nahezu die gleichbleibende Zinkenqualität, die gleichbleibenden Ergebnisse in der Verzinkung, nahezu ausrissfrei, was für uns einfach ein wichtiger Grund war, die Werkzeuge von Leuko zu wählen. Die Kosten sind natürlich immer ein Riesenfaktor, aber ein billiges Werkzeug kostet im Endeffekt dreimal so viel. Wir haben weniger Wartungszeiten, weniger Stillstandzeiten, weil wir weniger oft Wartungen machen müssen. Wir können die Werkzeugwechsel besser einplanen, besser eintakten in die Produktion. Die Schulung im Bereich für die Zinkenfräser ist für uns eigentlich einzigartig, so wie wir dort begleitet worden sind. Leuko war zweimal bei uns vor Ort am Standort Steinfeld. Und da müssen wir einfach sagen, da haben wir sehr, sehr positive Ergebnisse gekriegt. Die Mitarbeiter haben neue Erfahrungen gesammelt, neues Wissen erlernt und seitdem läuft die Produktion deutlich stabiler.